Wir geben den alten Squishies ein zweites Leben. Verwandelt sie in ein Make-up-Ei, in einen coolen Organisator oder sogar in eine Ringbox. In unserem neuen Video erfahrt ihr, wie ihr alte Squishies aufpeppen könnt. Blue Eye versucht, ihre Freundin zu erreichen. Sie hat es schon zigmal probiert und wird ungeduldig. Es ist besser, sie jetzt nicht anzusprechen. Redhead will ihre Freundin beruhigen. Sie braucht ein Anti-Stress-Squishy, um ihre Nerven zu beruhigen. Aber es will nicht helfen. Jetzt wird dieser Kuchen ein Hit. Bleib cool, es ist nicht die Schuld der niedlichen Squishies. Blue Eye versteht sofort, was sie getan hat. Sie muss Redheads Lieblingskuchen reparieren. Macht ein Loch für ein Smartphone und schneidet somit die Mitte auf. Biegt ein Ende von einer Büroklammer. Und schneidet den Überschuss ab. Steckt die gebogene Klammer in den Squishy. Verwendet es als Papier, Notiz, Foto oder Smartphonehalter. Dieser Squishy ist großartig und ist vielseitig einsetzbar. Blue Eye beruhigt sich sofort, weil sie sich einfach ein neues Toom Toom Video ansehen will, anstatt sich Sorgen zu machen. Dolly will etwas Fundament anwenden, aber ihr Make-up-Ei ist ruiniert. Es sieht so aus, als wäre es noch nie gereinigt worden. Blue Eye eilt zur Rettung. Ihr neues Make-up-Ei wurde aus einem alten Squishy gemacht. Schneidet von einem alten Squishy die Farben ab. Formt es zu einem Make-up-Ei. Ihr könnt es nicht nur als Make-up verwenden. Es ist auch ein Memory-Schaum-Squishy. Dolly mag dieses Make-up-Ei. Sie trägt jetzt ihr Make-up auf. Dieser Squishy wurde für die Schönheit gemacht. Blue Eye wartet auf ihre Freundin, die wie üblich zu spät kommt. Endlich taucht Dolly auf und bringt ein Entschuldigungsgeschenk. Ist das Eis? Aber draußen ist es so kalt. Soll das ein Scherz sein? Schneidet einen alten Squishy so zurecht, um dieselbe Form wie ein Eisriegel zu erhalten. Macht einen kleinen Schnitt und klebt einen Eisstiel hinein. Malt den Squishy weiß. Verwendet Latex oder Stofffarbe. Bemalt den unteren Teil rosa. Gebt etwas Schokoladenglasur darauf. Fügt bunte Sträuße hinzu. Blue Eye friert. Ein Stück Eis ist das Letzte, was sie jetzt braucht. Mach dir keine Sorgen. Es ist nur ein sanfter Squishy. Es beruhigt deine Nerven. Die Mädchen arrangieren einen Make-up-Salon, aber am Tisch herrscht totales Durcheinander. Die Make-up-Pinsel fallen ständig und werden schmutzig. Und es gibt keinen Ort, an dem sie aufbewahrt werden können. Blue Eye ist genervt. Keine Sorge. Dolly hat eine Idee. Eine Packung Pommes Frites. Es ist ein nützlicher Make-up-Pinselhalter, die aus einem alten Squishy hergestellt wurden. Schneidet Löcher in einen alten Squishy. Entfernt mit einer Pinzette den Überschuss. Steckt dann einen Strohhalm hinein. Schneidet die benötigte Länge ab. Füllt alle Löcher auf die gleiche Weise. Bedeckt die Strohhalme mit Ton. Fixiert die Form mit einem Modellierwerkzeug. Und schneidet den Überschuss ab. Bedeckt die Risse mit Gummi oder Stofffarbe. Blue Eye nimmt den weichen Squishy. Es ist eine verbesserte Formel. Die Make-up-Pinsel passen gut hinein. Es ist das erste Mal, dass Pommes Frites der Schönheit zugute gekommen sind. Es wird ein wunderbarer Make-up-Pinselhalter. Jetzt ist der Schminktisch gut geordnet. Blue Eye lässt aus Versehen ihren Lieblings-Squishy auf den Boden fallen. Jetzt ist er mit Staub bedeckt. Aber der Squishy-Krankenwagen eilt zur Rettung. Dolly kennt eine spezielle Methode, um ein Squishy zu reinigen. Verwendet Kreppband, um ein Squishy zu reinigen. Befestigt es am Körper und entfernt den Staub. Schneidet ein Stück Filz auf die Größe eines Smartphones zu. Schneidet ein Herz aus. Es soll das Loch für die Kamera und den Blitz sein. Schneidet ein Kissen aus Schaumstoff aus. Bringt ein Filzkissenbezug an.
Füg deine Filzdecke hinzu und befestige die Stücke an der Basis. Befestige die Basis mit doppelseitigem Klebeband am Gehäuse. Befestige den Squishy daran. Jetzt wird dieser saubere Squishy auf einer gemütlichen Handyhülle leben. Auf diese Weise wird es niemals runterfallen oder verloren gehen. Unser süßer Squishy ist sicher. Red Hat entspannt sich mit Musik. Aber ein widerlicher Wurm verdirbt alles. Woher kam der? Blue Eye machte eine Ausstellung von traurigen Squishies. Sie sind alt und zerrissen. Und niemand braucht sie mehr. Aber sie kann sie nicht einfach wegschmeißen. Und was soll sie mit diesen Squishies machen? Sie hat eine Idee. Wir legen es in den Ofen. Legt alte Gummibärchen in eine Backform aus Silikon. Schmelzt sie im Ofen. Nehmt sie heraus, wenn sie abgekühlt sind. Schneidet dann noch den Überschuss ab. Wir erhalten neue tolle Squishies, Muffins und Kuchen. Mal sehen, welcher besser ist. Blue Eye nimmt den Squishy. Es sieht aus wie Gelee-Schleim. Und es klebt sogar an der Hand und fällt nicht runter. Ihr könnt es weit ausstrecken. Und Red Hats Muffin dehnt sich so sehr aus, dass sie es auf ihren Kopf legen kann. Wer hätte gedacht, dass aus alten Squishies lustige neue Spielzeuge hergestellt werden können? Wir haben diesen Squishies ein neues Leben geschenkt. Die Freunde finden etwas Interessantes. Was erwartet sie in der Küche? Ein Burger mit einem Ring als Belag. Wie schön! Wir stehen jedoch vor einem Problem. Es gibt nur einen Ring, aber zwei Mädchen. Die Frage ist also, wessen Freund es dort gelassen hat. Blue Eye ist sich sicher, dass es ihrer ist, weil es die gleiche Farbe hat wie ihre Augen. Und Dolly weiß genau, dass es ihr Weihnachtsgeschenk ist. Aber lasst uns nicht streiten. Es wäre besser, wenn wir uns anschauen, wie schön diese köstliche Schachtel dekoriert ist. Nehmt ein altes Brötchen und schneidet die Mitte heraus. Macht ein Salatblatt aus grünem Ton. Formt dann Ton zu einer Bulette. Schneidet eine Scheibe Tonkäse aus. Und eine Scheibe Tomate. Befüllt den Burger. Macht einen Schnitt für einen Ring. Unser Burger ist so weich und saftig. Die Mädchen vergessen ihren Streit. Blue Eye nimmt den Ring weg, während Dolly abgelenkt ist, weil sie sicher ist, dass dieser Burger nur für sie gemacht wurde. Objektfotografie ist nicht einfach. Die Mädchen fotografieren den neuesten Lippenbalsam für ihren Beauty-Blog, aber sie schaffen es nicht, eine perfekte Komposition zu schaffen. Diese Bürsten sollten dort liegen. Und die Beleuchtung ist schlecht. Vielleicht kann uns die Natur inspirieren. Nein, anscheinend nicht. Dann gehen wir in die Küche. Dolly erinnert sich, wie sie etwas über die Vorzüge von Süßigkeiten in einem Beauty-Fotobuch gelesen hat. Sie hat zufällig eine verbesserte Squishy-Formel. Und zwar ein Donut. Befestigt Memory-Schaum an einem alten Donut. Verwendet Kleber. Befestigt es mit Wäscheklammern. Schneidet den Überschuss ab, wenn der Kleber getrocknet ist. Beschichtet es mit weißer Grundierung. Und malt es rosa an. Verwendet Latex oder Stofffarbe. Fügt farbige Glasur hinzu. Malt noch weiße Streusel. Und verziert es mit Strasssteinen. Befestigt sie mit Kleber. Dolly holt ihren glamourösen Donut heraus. Perfekt! Genau das hat unserem Foto gefehlt. Ein Donutkissen für unseren Lippenbalsam. Lasst uns etwas Glanz hinzufügen. So geht's. Die Fotos sehen so lecker aus. Was sieht besser aus? Der Lippenbalsam oder der Donut? Beide sind gleich gut. Die Mädchen wollen nähen. Hoppla, hier ist das erste Opfer. Red Hat hat ihren Finger mit der Nadel gestochen. Blue Eye gibt ihr einen Squishy Hotdog.
Lasst uns aus einem alten Squishy-Brötchen ein Hotdog machen. Rollt Ton zu einer Wurst. Verwendet einen Zahnstocher, damit es realistischer aussieht. Macht Salatblätter aus grünem Ton. Legt sie in das Brötchen. Und legt die Wurst darauf. Legt einen Streifen weiße Soße aus Ton auf die Wurst. Und was soll sie mit diesem Hotdog machen? Es ist nicht einmal essbar. Aber Blue Eye hat eine Idee. Wir werden diesen Squishy als Nadelkissen verwenden. Alle Nadeln sind am Squishy und die Finger von Red Hat sind sicher. Wie fandet ihr unsere Umwandlungen? Dann schreibt uns, wie ihr eure alten Squishies verbessert. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.